Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute Sonntag. Ich wünsche natürlich an dieser Stelle einen wunderschönen Sonntag. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Es ist schon wieder viel zu spät. Ich dachte, ich komme ein bisschen früher zur Aufnahme. Aber nein, sie wird nicht pünktlich um 10 Uhr kommen. Macht aber nichts. Ich hause einfach raus. Dann ist sie wieder in 360p. Also nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Gut, ich habe ansonsten eigentlich keinen großen Plan. Ich möchte sehr gerne in dem Biom, wo wir das Blutöl finden können. Das hat zwei Gründe. Einmal, dass dort Blutöl gibt, das will ich hier anbauen bei uns, und ich möchte gerne gucken, ob da eine neue Alienrasse existiert. So, dann müssen wir auch in diese Richtung. Ich hoffe, die finde ich auch einen Eingang zur Höhle. Es ist ja nicht immer so leicht, ne? Und 300 Meter dürfen wir nur tauchen. Es ist ja auch kein, ja, kein Riesensprung nach unten, ne? Wir nehmen hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Ne, das ist kein. Das ist es. Das wollte ich mitnehmen. Wow, Vorsicht. Das nehmen wir mal mit hier, sicherheitshalber, damit wir uns ein paar MK2 und 3 Module bauen können. Was ist das hier? Oh, das war Gold. Was sagt eigentlich mein Inventar? Bauen möchte ich sehr gerne, ich werfe das mal raus. Bauen möchte ich gerne ein Kreislauftauchgerät. Jetzt bin ich natürlich nicht an der Basis, damit wir hier unter Wasser und in größeren Tiefen nicht so schnell die Luft verlieren. Ne? Das ist ganz wichtig. So. Gut, ja, was gibt's noch Neues? Bin müde, hab nicht geschlafen auf der Arbeit, heute keine Chance gehabt, aber ist nicht so schlimm gewesen. Also der Tag war schön ruhig, aber die Nacht dann nicht, und dann ist es Jacke wie Hose. Ich bin sowieso immer müde, wenn ich von der Arbeit komme. Ich fahre einfach mal hier so ein paar Höhlen lang. Ich vergesse immer, wo die Eingänge sind zu dem Biom. Das ist immer das Schwierige daran. Und ich glaube, dass wir locker Blutöl ernten können, aber ich glaube nicht, dass bei mir die Aliens existieren. Ich glaube es einfach nicht. Was heißt Aliens? Ich meine natürlich die, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Wie heißen die Mopeds denn überhaupt? So, hier haben wir ein rotes Biom. Wo war der verkackte Eingang? Ich muss einmal mal gucken. Grün auf Rot. Ich fahre einfach mal hier lang. Irgendwo war ja auch Loch. Loch war ja auch ein guter Eingang zu dieser Höhle. Zu diesen Höhlen, aber ich glaube, hier bin ich schon. Ne, oder komme ich hier wieder zurück, da wo ich gerade war? Ist natürlich auf. Ja, da kommen wir dahin zurück. Gut, aber die sind an sich, glaube ich, ziemlich nah miteinander verbunden. Aber wir können auch Glück haben, dass wir tatsächlich noch den Atomreaktor finden. Und das ist ein Wärmekraftwerk. Wärmekraftwerkfragment. Nein, 5. Ja, ihr seht, die Müdigkeit lässt grüßen. Aber ich hatte voll Bock, heute nochmal zu gucken. Habe so ein schönes Bild geschickt gekriegt in dem letzten Video unter den Kommentaren. Da wollte ich mir das auf jeden Fall mal ansehen. Und ich will spielen, ich will zocken. Für Testzone habe ich auch ein Spiel bekommen. Kriege bestimmt wieder viele Daumen runter, weil die Leute das Spiel dann nicht gut finden. Und bestrafen mich dann, aber ist ja egal. So ist das einfach, wenn man eine Testzone einrichtet. Gut, Atomreaktor wäre natürlich was falsch. Guck mal, hier sind ja auch diese grünen Dinger, also aus denen wir Uran herstellen können. Da müsste eigentlich auch hier in der Nähe das Atomkraftwerk liegen. Ne? Das wäre am sinnvollsten, finde ich jedenfalls. Ah, nicht so zappeln. So. Immer den falschen Knopf drücken. Da, Base Nuclear Reactor Fragment. Fehlen noch zwei ganze Fragmente. Also wir finden hier nicht mehr viele auf einen Schlag. Das ist das Schwierige. Und da unten kann ich gar nicht hin. Das schaffe ich nicht. 300 Meter. MK1 Modul taucht nicht die Bohne. Ist das dasselbe Wrack wie gerade? Dann sind wir nicht wirklich weit gekommen, ne? Gut, ein Kompass. Andreo, ich weiß, ich baue einen Kompass. Ich mache das so schnell wie möglich. Ich denke mal, heute wird das nix. Weil ich ja ewig jetzt wieder einen Höhleneingang suchen werde. Obwohl, die ist eigentlich gar nicht schwer zu finden. Wir müssen nur Richtung Base fahren. Zyklops Druckkompensator Fragment. Damit freigeschaltet. Ein Traum. Also ist die Folge schon erfolgreich gewesen. Wir haben schon was freigeschaltet. Juhu! Wo geht's denn Richtung Heme? Da. Da sind wir ja gerade schon lang gesprungen. Blödsinn eigentlich. Wenn wir das beim selben Wrack sind. Ah, Ressourcen gibt's ja echt en masse, ne? Also da, bis auf Titan, findet man ja eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und lässt sich hier gut craften, schätze ich mal. Und Titan muss man sich halt immer von sehr, sehr weit besorgen. Ich würde gerne den Atomreaktor haben. Das wäre mir schon ein großes Vergnügen. Hier habe ich das Grüne gerade schon wieder gesehen, ja. Na, einfach ein bisschen abtauchen. Ein bisschen chillen, ein bisschen abtauchen.
Aber ich fahre hier doch wohl eher im Kreis, als neue Sachen zu finden. Ich denke immer, dass diese... Aua, boah. 58 Gesundheit. So, vorsichtig. Die Meters werden doch ein bisschen krass tief. Und ich kann die Folge nicht schon wieder 300 Meter nennen. Es wird ein bisschen langweilig dann in den Titel. Es lohnt sich immer überall ein bisschen zu gucken. Ein Repariergerät haben wir ja eigentlich, ne? Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Ein Repariergerät. So, wir sind 250 Meter knapp tief. Dürfte eigentlich nichts passieren, dass ich aus Versehen mal zu tief gerate. Boah, ist das ein Biom? Das ist ja gigantisch. Ultra, ne? Aber unglaublich wenig Fragmente liegen hier rum. Meistens erhascht man die ja ganz kurz so im Blick und dann sagt, ah, da ist eins und dann fährt man sofort dahin. Aber früher waren es halt richtig viele mehr. Ist hier die Höhle? Die Sautiefhöhle? Nee, ne? Da geht schon wieder zu tief. Boah, Hammer hier, ne? Was ist das denn? Hä? Ach, eine Sackgasse. Also Ressourcen sind ja wirklich richtig viele hier. Da liegt ein Fragment. Das leuchten wir doch so schön an. Das gucken wir uns dann nochmal an. Ich habe auch gesagt, glaube ich, wir suchen den Atomreaktor erstmal. Base Nuclear Reactor. Da fehlt nur noch einer. Kann sich ja nur noch um Jahre handeln, bis wir den voll haben. 3 von 4. Aber der verteilt sich hier im ganzen Bio... Oh. Oh ne, ich fahre mit der Motte hin. Ist mir zu riskant. Oh, das ist aber auch tief, ne? Vorsicht. Und man sinkt ja auch so schnell, ne? Es geht schon echt fix. So, draußen, ne? Ist jetzt wieder voll kalt. Ich friere heute Morgen, ne? Ja, wir haben ihn. Atomkraft, wir kommen. Aber viel sicherer. So, wo geht's Richtung Heim? Oh, freut er sich nochmal. Dann fahren wir jetzt mal grob Richtung Heimat. Und gucken mal, ob wir ein Löchlein finden in der Erde. Was uns zu diesen Blutpflanzen, also Blutölpflanzen, bringen würde. Es gibt mehrere Eingänge, ich weiß es. Wir haben einmal diesen mega hammertiefen Eingang, wo wir Loch... Den hatten wir Loch genannt. Oder wir fahren einfach hier rein. Oh, das ist ja schon fast 300 Meter. Oh. Ah, das sieht verdächtig danach aus. Das ist schon sehr tief. Ja, wir sind richtig. Nun können wir Blutöl angeln. Abernten. Das sieht aus, als ob ich da irgendwas geöffnet hätte in meinem Facecam. Das ist aber mein Vatertagsbild. Hier habe ich tatsächlich in den Screenshot die Aliens gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht wieder von vorne anfangen muss, um die auch zu besitzen, sage ich mal. Ja, oder ob das auch wirklich das wirklich richtige Biom ist. Ich sehe auch gar kein Blutöl da dran, ne? Aber das habe ich auch nicht auf dem Screenshot gesehen. So, ich fahre einfach mal ein paar Meters. Die sind eigentlich auch nicht nur 300 Meter tief, die Pflanzen. Ist sehr viel Nuklearkram. Davon nehme ich jetzt auch nochmal beide mit. Ich habe schon ein paar gesammelt. Aber nicht, dass wir am Ende kein Dings basteln können. Bäh. So, da unten. Mann, wir können. Da ist auch schon wieder dieser Blitzer. Okay, Motte. Hä? Krass, ne? Dieses 3D sich. Dreidimensional. 3D. Ist ja dreidimensional, aber sich zu bewegen hier ist echt schwer. Manchmal. Da verliert man die Motte außer Augen. Also das ist keine Höhle, kein Höhleneingang, das ist einfach nur massiv tief hier, ne? Aber ich kann da nicht einfach hinschwimmen. Blitzi ist ja da unten, den sehen wir ja. Oh, vorsichtig mit der Tiefe. Oh, das ist sehr tief. Einmal nur ganz kurz nach unten geguckt. Okay, wenn wir Blitzi sehen, würden wir den anderen auch sehen. Ich wollte ihn ja wirklich besuchen, Blutöl. Das hatten wir aber auch ein bisschen nicht so tief, das kriegen wir hin. Oh, mein Hunger und Durst ist gerade ein bisschen schlecht. Habe ich ganz außer Augen gelassen. Welcome aboard, Captain. Warning. Nein. Ich fahre jetzt mal hier lang. Sie sind bestimmt nicht überall.
oder eher vereinzelt und selten, weil die sind ja auch, wenn ich diese Wiki-Seite traue, aggressiv. Heißt also, sie greifen uns an. Da ist ein Blutöl. Wenn wir erstmal eins haben, dann ist das schon mal super. Das sieht gar nicht aus wie Quarz. Ist das was anderes? Doch, das ist aufnehmen Quarz. Was bist du? Gabesfeder. Was soll das denn bedeuten? Gib mir Gabesfeder. Ich will Gabesfeder haben. Und Blutöl. Das Licht ist ja einfach anders, deswegen sieht das anders aus. Nein, da ist nichts. Das sah so auch komisch aus. Okay, Leute. Oh. Ein bisschen hört tut's wahrscheinlich gut. Ein bisschen weniger Stress für uns. Das sind nur Fische. Naja, mehr Blutöl ist gut. Ist nur sehr groß im Inventar. Voilà. Hier ist alles ruhig. Alienfrei. Und wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob die schon drin sind im Spiel. Kann natürlich sein. Dehydration detected. Dehydration detected. Aber wir haben zum Beispiel Blutöl jetzt, ne? Ich schätze mal, es gibt wenig von diesem Wesen. Wo sind wir hier, ey? Ist das hier der Eingang zu der Höhle oder wer oder was oder warum überhaupt? So. Wir müssen noch ein bisschen gucken. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen MK-Module. Also das MK3 mindestens, um in die Tiefe zu erreichen. Um unsere Kumpels hier zu besuchen, die nicht unsere Kumpels sein werden. Wenn sie da sind, sind sie sehr viel tiefer. Und deswegen streben wir doch die Heimreise an. Weil wir kommen da ja einfach nicht hin, ne? Mit unseren Startschiffchen hier. So, hallo Fischis. Auf geht's. Was sagt denn die Energie? Die lädt wieder auf. Wir haben ja... Da war doch irgendwas Schottes. Keine Ahnung. Wir haben ja... schon das Solarmodulchen. Boah, hier sind immer viele Sand... Wühlfische, ey. Sehr uninteressant hier. Ja, wir sollten auch jetzt nach Hause... Ah, Steinattacke. Wir sollten jetzt nach Richtung Heimat. Boah, das ist gar nicht so weit weg, ne? Dieses Biom. Ein bisschen reparieren und ein bisschen Energie tanken. Ich schätze mal, dass der Reaktor auch nicht ganz so billig ist in der Herstellung. Dass wir den jetzt einfach so schwuppdiwo bauen, wird wahrscheinlich nicht drin sein. Oh, es regnet draußen. Ich denke, was ist das für ein Geräusch? Tabelo? Was ist das hier? Ist das das Schweißgerät? Das ist das Schweißgerät. Auf 1. Wow, falscher Knopf. Oh, bin mal nicht eingestiegen. Nicht schlecht. Oh, ich schweiß gerade die Nacht. Und Energie kriegt's ja eh nicht. Jetzt sind wir drin. In der guten Stube. Schnell Blutöl einpacken gehen. Damit das schon mal wächst und da ist. Ne, dreimal. Was haben wir hier noch Spannendes? Das wächst nicht hier drin. Hier wächst überhaupt sonst nichts. Das könnten wir auch noch einpflanzen. Boah, ist irgendwie blau, ne? Okay, will ich nicht. Nein, ich kann es nicht wegmachen. Na gut, du kannst da scheppern nachher. Da wächst es dann. Das ist schon mal was Feines. Wir haben genug Luft, kein Problem. Wir haben auch noch ein bisschen Essen, da kann ich noch schnell was gucken. Und zwar der Atomreaktor. 2x Titanbarren. Lead 3x und Schmierstoff. Das ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Emergency. Severe dehydration. Ja, ist ja gut. Ja. Kloppen uns was im Wams. Bob angedockt. Ich verlaufe mich immer noch. Basis kriegt keinen Strom. Weil Nacht und alles drum und dran, da ist alles gewachsen. Das ist mir egal. Ich esse dann noch mehr. Cool. Kann er doch nicht so viel essen, wie er Lust hat davon. Interessant. Gut, Schrank.
Lead hatten wir. Wir hatten ein bisschen Lead, ne? Da ist er auf jeden Fall 1 gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das ist eigentlich alles machbar. In der Folge noch. Der Atom Reactor. Eigentlich easy going, ne? Das müssten wir hinbekommen. Schmierstoff haben wir auch direkt vor der Hütte. Erstmal die 5 drücken. So. Einmal drück falsch. Zweimal Titan? Das ist nicht viel. Wir haben jetzt noch... Dann brauchen wir noch zweimal Metallschrott. Dann ist die Sache safe. Noch ein Lead. Ach, scheiße. Warum haben wir nur 2 Lead? Ich habe alles weggeworfen, ne? Brauchen wir 3 Lead. Einfach rein in den Wams. Hier wird, ist immer weniger drin. Kupferbräu nicht. Gold, 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 Gold. Weg, 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 weg. Alles merken, wo was ist. Wichtig. So. Lead ist jetzt wieder so eine Sache. Da brauchen wir 3. Ich paddel mal eine Runde. Obwohl, wir haben ja den Guten hier. Also mit den Guten. Ich komme hier nicht mehr klar. Dann müssen wir uns einmal ein bisschen nerven selber. Luft ist noch cool. Ein paar Ressourcenblöckchen finden. Was? Nein, ich bin eingesperrt. Hier aber nicht. Oh, das ist aber wirklich nervig, ne? Tasche, können wir erstmal mit dir was... Nugget-Speck? Ich habe eine Tasche aufgenommen. Die habe ich jetzt auf der 1 gelegt. Mann, warum tue ich denn heute immer einen Tab? Können wir... Ist das ein Lagerort? Werden wir gleich rausfinden. Okay, die Tasche hat einen Effekt mittlerweile. Ist ja irre. Da bin ich jetzt aber mal sau gespannt gleich. Okay. Komm mal ein Lied raus. Das hat doch jetzt auch mal geklappt. Mal, ich hol mal ein bisschen Luft. Wir müssen sich immer an die Spitze treiben. Gab auch schon Kritik. Dass ich ihn so ersticken lasse und dann doch wieder nicht. Das ist natürlich nicht böse gemeint von mir. Ich habe nur die absolute Kontrolle, die absolute Macht. Oh, das ist aber super, super, super nervig, ne? Kupfer, habe ich nicht gefangen. Habe ich nicht gepackt. Da wird kein Lied drin sein hier in den Höhlen. Ich bin Gott. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zweimal Titan noch. Heißt zwei Brocken aufschlagen. Komm. Einer noch. Ein guter Titan noch. Hier ist das Kupfer drin. Ich hab's gewusst. Hier ist Salz. Da ist er. Auf geht die Reise. Ey, geil. Wir brauchen heute den Nuklearreaktor. Und wir haben eine Tasche in den Funk. Wie irre ist denn das? Da ist er. Können wir überall hinsetzen. Ich weiß noch nicht genau wofür. Ich habe so aus Spaß jetzt die Tasche anvisiert und zwuppdiwupp hat er sie aufgenommen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir sie auch innerhalb legen können. Aber erstmal craften wir schnell. Ein Titanbarren und ein Schmierstoff. Habe ich denn noch Platz für 3? Habe ich. Perfekt. Eins. Nicht immer so leicht, das zu greifen. 2, 3. So, tück, habe ich nicht eine Energiezelle dabei gehabt? Ah. Also eine Batterie. So, und der eine Schmierstoff, da haben wir alles zusammen. Müssen uns nur das Lied noch holen. Handy macht rum rum. Zweimal Lied. Ein Lied ist noch unten, da wollen wir eh hin. Also hier drin darf keine Tasche stehen. Darf nur auf dem Grund des Bären stehen. Eine Tasche? Warum? Wollen wir gleich gucken. Erst craften wir den Nuklearreaktor. Ich glaube tatsächlich zu wissen, wir haben alles, was wir dafür brauchen. Und ich sage euch eins, das war nicht geplant. Das war jetzt richtig Glück. Ha!
Den stellen wir nicht in dem Raum, auch nicht in dem, nein, in den. So war der Plan in meinem Kopf. Wir craften ihn. Mal gucken, was wir an Energie bekommen. Wir haben 150. Für 650, okay. Ist natürlich jetzt nicht inaktiv, nicht aktiv. Wir müssen natürlich noch diese Brennstoffzellen-Dinger bauen. Kein Problem. Was machen meine Blutölpflanzen? Sie wachsen und gedeihen. Plus die eine doofe Pflanze, die ich gar nicht wollte. So, jetzt mal zur Tasche. Die dürfen wir hier reinstellen, doch. Aufnehmen. Luggage Bag. Aber ich kann die nur aufnehmen. Also wir haben auf jeden Fall eine Tasche. Immerhin. Gut. Wir werden vielleicht noch rausfinden. Vielleicht gibt es ja doch einen Trick. Wir sehen uns in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann.